Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Im heutigen Video geht es wieder um meine Favorite Pieces der Woche. Los geht's. So Leute, wie im Intro schon gesagt, in diesem Video habe ich wieder meine Favorite Pieces der Woche rausgesucht. Und zwar in diesem Video geht es um Workwear-Hosen. Ich habe verschiedene Hosen rausgesucht. Ich will auch gar nicht lange drum herum reden. Und deswegen schauen wir einfach mal rein. So Leute, kleines Vorwort noch vorweg. Heute war der Drop von dem Jordan 1 Neutral Grey. Ich weiß nicht, ob es euch ähnlich geht wie mir. Ich bin ein bisschen gefrustet. Die ganzen letzten Nike Drops, die ich quasi Punkt 9 Uhr am Start war, konnte ich nie auschecken, beziehungsweise nie den Schuh ergattern. Auf den Schuh habe ich mich extrem gefreut, wirklich jetzt schon seitdem das erste bekannt geworden ist, dass er wieder aufgelegt wurde. Auch hier bin ich wieder leer ausgegangen. Jetzt sind die Resale-Preise so extrem hoch. Ihr könnt gerne mal einen Kommentar da lassen, wie es euch dabei geht. Ich war heute noch zufällig relativ früh am Livestream. Da war auch jemand am Start, dem es ähnlich ging wie mir, weil auch in dem Livestream habe ich kurz darüber gesprochen, dass ich da quasi leer ausgegangen bin. Und ja, mich würde brennend interessieren, wie viele den kaufen konnten und wie viele leer ausgegangen sind. Ich denke, die Mehrheit wird leider leer ausgegangen sein. Findet ihr das gut, was Nike da macht? Findet ihr das schlecht? Ich finde es eigentlich eine Katastrophe, um ehrlich zu sein, weil ich sehe halt, dass diese ganzen Bot bzw. Reseller sich, natürlich leben die irgendwie davon, aber im Endeffekt machen die den ganzen Markt mega im Arsch. Und auf so Schuhe, wo man wirklich Bock drauf hat, hat man so gut wie nie wirklich eine Chance, sowas zu bekommen. Und das ist einfach nur frustrierend. Und ich wollte es einfach mal mit reinnehmen, weil es gerade heute zur Situation passt. Hat natürlich nichts mit dem Rest des Videos zu tun, aber es frustriert mich schon sehr, weil ich den Schuh sehr, sehr gerne hätte. Ich finde den Feier den schon extrem. Ich habe den auch mal in meinen 10 Grails gezeigt, allerdings die Low-Top-Version. Jedoch finde ich die High-Top-Version natürlich auch sehr nice. Und ja, ich muss mal gucken, wie ich das Ganze anstelle. Aber ich denke nicht, dass ich da bereit bin, so viel bei Resellern an Geld auszugeben. Man muss mal schauen. Naja, fangen wir aber trotzdem mit den Workwear-Hosen. Und natürlich Workwear-Hosen Nummer 1, die ich am Start habe, ist die bekannte Carhartt Double Front Hose, die quasi, ja, die ich schon mehrfach in meinem Kanal auch gezeigt habe, die ich auch schon customized habe und verlost habe. Ja, dementsprechend natürlich ist das die Workwear-Hose Nummer 1 aktuell, die es so auf dem Markt gibt. Die ist auch an diversen Stellen ausverkauft. Ich habe hier nochmal eine Adresse gefunden, wo ihr die noch bekommt, sogar teilweise ein bisschen reduziert, also für knapp 70 Euro. Und das sind auch so Hauptgrößen, technisch ist auf jeden Fall noch was am Start. Natürlich nicht alles, aber es gibt zum Beispiel auch noch eine schwarze Variante und da ist auch noch ein paar Größen am Start. Aber größtenteils die braune Variante, worauf es ja quasi ankommt, die ja quasi so einen kleinen Hype generiert hat durch ja, verschiedene Leute, Gallery Department etc. Muss ich nicht lange drum herum reden. Trotzdem eine sehr coole Hose gibt es hier noch und dementsprechend checkt das auf jeden Fall mal ab. Natürlich Hose Nummer 1. Machen wir weiter mit Hose Nummer 2. Hose Nummer 2 ist auf jeden Fall ja, die Dickies 874. Ich habe selber eine in dem dunkelblauen Colorway. Da müsst ihr ein bisschen drauf achten, wenn ihr euch die bestellt. Ich finde sie sehr nice, allerdings wie ihr das schon hier seht auf den Fotos, sie ist auch eine High-Waist-Hose. Also sie sitzt auf jeden Fall über der Hüfte, quasi zwischen Hüfte und Bauchnabel. Da sitzt die Hose meistens ja quasi mit dem Bund. Ihr habt sie nicht auf der Hüfte sitzen. Trotzdem ist es eine sehr coole Hose, muss ich sagen, wo ich mich natürlich auch dran gewöhnen musste. Und es gibt sie in diversen Farben. Und das ist, finde ich persönlich, die coolste Workwear-Hose Nummer 2, die auf jeden Fall meiner Meinung nach noch mehr Achtung ja, quasi verdient hat. Sitzt sehr nice, hat einen sehr coolen Fit, ein bisschen loose Fit, nicht ganz so skinny oder überhaupt gar nicht skinny eigentlich. Und ich finde, wie gesagt, die Colorways, die es dafür gibt, sehr, sehr cool. Egal, ob es jetzt braun, beige oder ich sag mal schwarz, blau. Es gibt sehr, sehr coole Farben. Ich finde auch dieses Oliv sehr cool. Aber wie gesagt, die kriegt ihr in verschiedenen Adressen. Hier zum Beispiel bei Zalando kriegt ihr alles. Und bei Zalando könnt ihr einfach bestellen, das Ganze einfach mal antesten und dann gegebenenfalls auch wieder zurückschicken ohne Probleme. So, machen wir weiter mit einer ähnlichen Hose, die zur Carhartt Double Front Hose ist. Und zwar ist das die Dickies Fairdale Twill. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und diese Hose kann ich auch wirklich jedem nur empfehlen. Ist so ein bisschen mehr in die Jeans-Richtung. Ist trotzdem ein bisschen dickerer Stoff. Gibt es in verschiedenen Farben. Hier jetzt in so einem Schwarz und in einem, ich sag mal, ähnlichen braunen Colorway. Ich habe jetzt bewusst mal den braunen Colorway rausgesucht. Und ich finde, das ist eine sehr coole Alternative zu Double Front, quasi zur Carhartt Double Front Hose. Weil die Farbe ist ähnlich, beziehungsweise fast gleich. Und ich persönlich finde, dass einfach der Schnitt
ein bisschen nicer ist, das Material ein bisschen nicer ist. Natürlich habt ihr nicht diese typischen Double Front quasi Aufsätze, die eigentlich nur diese Workwear-Hose so ein bisschen ausmachen, quasi der extra Schutz, aber in dem Fall kann ich euch sagen, die würde auf jeden Fall sehr nice kommen, wenn ihr die kombiniert, und finde ich persönlich ist eine sehr coole Alternative, deswegen könnt ihr das gerne mal abchecken. So, generell habe ich da auch mal den ganzen Shop von Dickies reingepackt, denn auch hier findet ihr nochmal, ich sag mal, verschiedenste Workwear-Hosen, ob es dann Cargo sind etc. Wirklich eine sehr coole Alternative zu Carhartt ist einfach Dickies. Ich weiß nicht, bei jedem auf dem Schirm, aber hier gibt es verschiedene Varianten. Es gibt zum Beispiel auch die typische 874 als Slimfit-Variante, dann ist sie ein bisschen enger geschnitten. Ist jetzt persönlich nicht ganz mein Fall, weil ich habe die mal in einem Store anprobiert und mir hat sie persönlich nicht so gut gefallen, aber trotzdem sehr coole Hosen am Start. Deswegen könnt ihr generell einfach mal die Dickies-Seite abchecken. Auch die hier hat mir zum Beispiel gut gefallen, weil es ein sehr nicer Colorway ist. Ja, auch eine sehr coole Workwear-Hose. Dementsprechend checkt das auf jeden Fall mal ab. Natürlich findet ihr alle Links wie immer unten in der Infobox. So Leute, dann habe ich noch zwei weitere Adressen rausgefunden, und zwar gibt es schon wirklich Vintage-Varianten bei Urban Outfitters. Ihr kennt das, Urban Outfitters hat immer so eine Kategorie quasi, wo die solche Hosen quasi anbieten. Natürlich müsst ihr darauf achten, es gibt so Einheitsgrößen und Einheitsfarbe, also es kann sein, dass ihr alle drei verschiedene Varianten findet, bekommt, aber in dem Fall ist es jetzt hier die, ich sag mal, von verschiedenen Anbietern, ob es jetzt in dem Fall Carhartt, Dickies etc. sind ja so ein bisschen zusammengepackt. Ist so ein bisschen, ja, man weiß nicht genau, was man bekommt. Ich gehe aber davon aus, dass die Hosen sehr nice sind und gegebenenfalls könnt ihr das ja wirklich ohne Probleme auch immer zurückschicken. Deswegen auch hier wirklich eine coole Alternative, ja, eine coole Workwear-Hose zu bekommen. So, und dann habe ich auch bei Urban Outfitters auch noch eine speziellere Carhartt-Kategorie gefunden, und wirklich ist das Ganze spezialisiert auf Carhartt-Hosen, kosten 55 Euro. Auch da wisst ihr natürlich nicht genau, welche Variante ihr bekommt, aber da gibt es nur noch eine Größe L. Natürlich, alles wird heutzutage ein bisschen mehr Loose-Fit getragen, zumindest in dem, ich sag mal, Streeting-Bereich, und dementsprechend fand ich das eigentlich eine ganz nice Variante. Das sind so mehr oder weniger die Varianten, die ich rausgefunden habe. Natürlich gibt es bei Urban Outfitters auch hier nochmal, wenn ihr einfach Workwear eingibt, eine Kategorie, wo es verschiedenste Sachen gibt und auch nochmal andere Hosen und andere Jacken etc. Aber in dem Fall ging es ja um Hosen. Hier zum Beispiel auch nochmal Dickies Hosen etc. Ja, ich werde auf jeden Fall alles unten verlinken, und dementsprechend, dies sind jetzt erstmal die Varianten, die ich rausgesucht habe. Natürlich habe ich jetzt nicht alle Shops abgeklappert. Ich hatte das Ganze auch bei Asos mal eingegeben. Da war ich aber nicht so wirklich auf einen grünen Zweig gekommen, weil das, was ich gesehen habe, hat mich ganz gut gefallen. Es gibt auch noch Varianten bei Weekday, aber auch die sind mir optisch nicht so wirklich, haben mich nicht so wirklich angesprochen. Natürlich ist das immer eine Frage des persönlichen Geschmacks. Deswegen habe ich auch die Links nochmal unten rein, falls ihr da Bock habt, einfach mal ein bisschen zu stöbern. Und dementsprechend, ja, das war es an der Stelle mit den Workwear-Hosen. Ja, Leute, an der Stelle, wie gesagt, ein bisschen kürzeres Video. Workwear ist ein bisschen nicht jedermanns Sache, aber schon ein sehr, sehr interessantes Thema, was wirklich gerade sehr aktuell ist. Und ich hoffe, der ein oder andere wird da auf jeden Fall ein bisschen fündig und hat nochmal die ein oder andere Option offengelegt, die er vielleicht vorher nicht auf dem Schirm hatte, etc. Wie gesagt, falls ihr mich unterstützen wollt, lasst gerne ein Abo da. Damit würdet ihr dem Kanal auf jeden Fall dick helfen. Und ja, es kostet nichts. Dementsprechend ist das kein Zacken, den ihr euch aus der Krone quasi rausbrecht. Würde mich auf jeden Fall mega supporten. Und Leute, ich sag mal, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute. Peace.